Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zur Tagesbotschaft. Heute etwas verspätet, aber dafür als Video. Ja, ich hatte schon angefangen. Ich habe die ersten beiden Karten bereits rausgemischt. Wir haben hier aus den Weisheitskarten für Lebensentscheidungen haben wir einmal die Karte Weitergehen und zum anderen die Karte Ordnung schaffen, aber als Schutzbotschaft. Ja, was soll uns das heute sagen? Es sagt uns, dass wir an einem Punkt angekommen sind, an dem es nichts mehr Besseres hinzuzufügen gibt. Es ist an der Zeit, einen Abschluss zu finden bei etwas. Und je nachdem, was bei dir deine dringliche Aufgabe ist, geht es darum, jetzt einen Abschluss zu finden oder sich einzugestehen, dass dieser Weg einfach zu Ende ist. Dass es da keine Lernerfahrung mehr gibt oder ja, einfach keine Lektion mehr, die dir weiterhilft. Im Endeffekt auch keine weitere positive Ausrichtung. Du lebst eigentlich dann in einer Stagnation oder trittst auf der Stelle, könnte man sagen. Bei der Karte Ordnung schaffen, wenn sie als Schutzbotschaft kommt, andersherum, dann bedeutet dies, dass man vielleicht zu sehr damit beschäftigt ist, im Außen anderen Menschen zu helfen, andere Menschen versucht aufzupäppeln, mitzunehmen oder in irgendeiner anderen Weise zu heilen oder ja, ihnen einfach Beistand zu leisten, obwohl dies nicht dienlich ist, weder für dich noch für dein Gegenüber, das du gerne retten möchtest. Hier darf also auch ein Abschluss gefunden werden. So, dann schauen wir mal weiter. Wir haben hier die Heilorakelkarten. Wie heißen die denn? Das Heilorakel der Engel. So, gucken wir mal, was wir hier noch als Zusatzbotschaft bekommen heute Morgen. So, schauen wir mal. Also, ups, liebes Heilorakel, was kannst du uns sagen? Ich denke, zwei Karten, Menschen. Ups, ja, eins, zwei. So, wo parken wir dich denn mal? Da drüben. So. Also, wir haben hier einmal die Natur, ja, und die Entfaltung. Ja, das macht natürlich Sinn. Also, in dem Falle ist es wirklich so, dass man, um weiterzugehen und vielleicht auch um Klarheit zu erlangen, wo es jetzt hingehen soll, was du wirklich abschließen darfst oder zumindest die Erkenntnis bekommen, dass etwas ausgelatscht ist. Da bist du auf einem ausgelatschten Pfad vielleicht unterwegs und da kommt nichts mehr Neues. Dann geh raus, verbinde dich mit der Natur und sorge dafür, dass sich wirklich dein eigenes Wesen weiter entfalten darf. Du sollst nicht noch mehr aufräumen, Wäsche zusammenlegen, du sollst nichts mehr falten, du sollst nicht noch mehr Ordnung, vor allen Dingen nicht bei anderen Leuten schaffen, sondern du sollst lernen, in den Flow zu kommen, den Fluss weiterzugehen, zu sehen, wie der Jahreszeitenwechsel auch dich inspirieren kann, loszulassen, weiterzugehen und nicht auf der Stelle zu treten. Jetzt überlege ich gerade, bevor ich die Tarotkarten nehme, dass ich noch eine Karte hier gerne für die Mitte hätte. Ich muss mich nur kurz entscheiden, spontan, welches Kartendeck ich nehme. Ich denke, ja, wir nehmen das Erzengel-Orakel von Doreen Virtue. Ups, so, schauen wir mal. Vielleicht ist da noch eine Botschaft dabei. So im Allgemeinen möchte ich eben zur Natur noch sagen, dass das genau der Ort ist, an dem wir jetzt die Botschaften empfangen dürfen. Falls du dich nach einem göttlichen Zeichen gesehnt hast oder nach einem himmlischen Zeichen oder meinetwegen auch nach einem außerirdischen Zeichen oder sonst irgendetwas, das dir helfen könnte, in dieser Situation, in der wir gerade alle stecken, zu verbessern, dann lass dir gesagt sein, dass du Botschaften dann erfahren kannst, wenn du dich genau auf Mutter Erde stellst, wenn du dem Planeten Gaia einfach näher kommst. Ja. Geh raus und setz dich unter den Baum oder umarm ihn, was auch immer du magst. Ich zum Beispiel werde heute draußen Blumen pflanzen und meinen Garten gleich hübsch machen, wenn ich fertig bin. Und zwar mit Leidenschaft, genau. Mit Leidenschaft in die Entfaltung gehen und sehen, was passiert. Erzengel Haniel, vertraue und folge deiner wiedererwachten Leidenschaft, sowohl in deinem Liebesleben als auch in deinem Beruf. Also schaut. Eventuell kann es so sein, dass du dich sehr in ein Projekt reingehangen hast, dass du dort auch Menschen hilfst, dass du ihnen auf den richtigen Weg bringen möchtest, aber dabei verlierst du einfach
deine eigene Reisegeschwindigkeit. Du verlierst den Anschluss an dein eigenes natürliches Wachstum, indem du immer versuchst, Leute mit hinter dir herzuziehen. Ich denke, jedes Elternteil kennt das. Man möchte weitergehen und weitergehen. Und wenn man da so ein zwei- oder dreijähriges Kind an der Hand hat, dann kann sich das sehr mühsam, langsam und schleppend gestalten. Zumal, wenn man dem anderen seine Entfaltungsmöglichkeiten gönnt, dann kann so aus einem 5-Minuten-Fußweg auch ruhig mal ein 30-Minuten-Fußweg werden. So könnte man das heute vergleichen. Erzengel Haniel ist auch der Engel, den wir jetzt zu diesem neuen Vollmond einladen können. Also ich denke, Haniel passt sehr gut zu dieser Mondthematik. Ja, das einfach mal so hingestellt. Vielleicht mache ich das später nochmal. Ich werde heute Nachmittag, wenn ich ein bisschen im Garten war, dann werde ich das Vollmond-Reading machen. Aber zunächst möchte ich erstmal da mich selber ein bisschen verbinden und den kleinen Garten, den ich draußen habe, ein bisschen umgestalten. So, und zwar mal in Ruhe, ohne 4 Kinder an der Backe. So, also schauen wir mal. Wir nehmen wieder dieses tolle Tarot-Set, das wir gestern schon benutzt haben. Das Vice-Versa-Tarot mit den doppelseitig bedruckten Karten. Ui, sie sind noch etwas schwer zu mischen. Wir haben hier 3, ich hätte gerne 5. Also 2, ja, das sind, glaube ich, 6. Na gut, nehmen wir es so, wie es kommt. Ugh, alles wieder unordentlich hier, kann ja nicht sein. Also, wir haben die 10 Münzen, die wir auch schon hatten, und zwar genau so rum. Jetzt kann ich euch das ja mal eben zeigen. Dieses Kartendeck ist nämlich so besonders, weil es nicht nur einseitig bedruckt ist, sondern stets zweiseitig bedruckt ist. Hier zum Beispiel hätte man die 10 Münzen in einer Standfestigkeit, wo du bereits alles geleistet hast, wo der Schaffensweg schon hinter dir liegt und du deine Ernte genießt. Auf der Seite könnte man aber auch sagen, du bist bereit, einen Schritt weiter zu gehen und diesen Reichtum an die nächste Generation weiterzubringen. So, schauen wir mal. Wir haben das. Es ist ja unglaublich. Hier die 5 Schwerter hatten wir auch schon. 5 Schwerter so rum. Die Königin der Münzen. Oha, sehr münzig hier heute. Noch eine Königin. Schwertkönigin. 2 Kelche. 6 Münzen. Könnt ihr das alles sehen? Ich muss mal eben hier um die Ecke luschern. Ja, sehr gut. Ja, ich würde sagen, dass hier zwischen den 10 Münzen und der Königin der Münzen, da sehen wir, da ist eine Verbindung. Vielleicht fragst du dich gerade oder bist in einem Kopfkino gefangen, wie soll es hier weitergehen? Wie kann ich meinen Weg im Einklang mit der Natur weitergehen? Denn dass die Konsumgesellschaft, so wie sie jetzt ist, für ewig existieren wird, davon sollten wir einfach nicht ausgehen. Und wir sollten uns überlegen, wie wir neue Werte schaffen können. Vielleicht hast du hier auf materieller Sicht gesehen alles bereits erreicht oder hast halt vieles. Wir hier in Europa haben einfach vieles, selbst wenn wir sehr wenig haben, wenn wir im Vergleich zu den anderen Menschen in unserem Land am sogenannten Existenzminimum leben. Selbst dann haben wir mehr als die meisten anderen Leute auf diesem Planeten eigentlich haben. Darüber sollten wir uns einfach mal Gedanken machen und vielleicht geht dir da gerade ein Licht auf. Du hast da deinen Frieden vielleicht geschlossen mit diesem Zwang, noch mehr Reichtum anhäufen zu wollen und bist da jetzt auf dem Weg, einen Schritt weiter zu gehen. Denn die Königin der Münzen, die besagt, dass man den inneren, festen, ja, Reichtum, diese Verlässlichkeit vom Leben, vielleicht auch die Sicherheit, die Stabilität einfach inne hat. Man guckt frohen Mutes einfach in die Welt hinaus, man weiß, was man hat und man genießt auch hier seine eigene Natur, in der Natürlichkeit zu sein und ein Teil dieser zu sein. Schauen wir mal die Rückseite an. Ja, auch schön. So, also hier in diesem Falle siehst du, was du geleistet hast. Du kannst dir das selber wertschätzen. Du kannst dich selber wertschätzen, was du da erbracht hast. Mit der Königin der Schwerter ist es natürlich so, dass du trotzdem bei klarem Verstand jetzt dich entscheiden musst, ob du diesen Weg hier weitergehst, anderen Leuten so viel beizustehen und dich darüber vielleicht auch selber vergisst. Aber es scheint hier alles sehr positiv hinauszulaufen, weil mit den 6 Münzen
Da sagt man auch oft, das sei eine Seelenpartnerkarte. Ihr wisst, im klassischen Tarot sind das, ist es diese Karte, wo zwei Kinder abgebildet sind, ein Junge und ein Mädchen, die reichen sich gegenseitig den Kelch. Hier haben wir die Rückseite der Karte. Also hier schaut man schon auf sein gemachtes Feld sozusagen. Wir gucken mal auf die andere Seite. Ja, hier hat jemand bereits etwas geschaffen, schaut auf sein Werk. Aber wir haben diese Karte ja so rum. Und da würde ich sagen, du schaust bereits auf das, was Stabilität hat in deinem Leben. Du überblickst einfach die Szenerie. Und mit der 2 der Kelche hier auf dieser Seite bist du auch bereit, zu sehen, wo es sich lohnt, Menschen zu unterstützen oder wo es Menschen auch in ihrer Entwicklung hemmt. Weil wenn du jemandem immer hilfst und hilfst und hilfst und hilfst, kann er keine eigenen Erfahrungen machen. Und ich komme wieder zum Beispiel zurück, wie es mit Kindern ist, und das gilt natürlich genauso für Erwachsene. Wenn wir Kindern zu viel abnehmen, dann werden sie ihre eigenen Lernerfahrungen nicht machen und dann werden sie von uns abhängig bleiben. Da fehlt die Entfaltung und das hat auch nichts mit 2 Kelchen oder der Liebe zu tun. Es muss altersgerecht auch Herausforderungen im Leben geben. Also wenn ein Kind da sitzt und es nicht schafft, seine Socken anzuziehen, dann soll es halt 3-4 Mal versuchen, diese Socken anzuziehen, auch wenn es darüber frustriert wird. Und wenn es das dann immer noch nicht hinkriegt, kann es selbstständig auch sagen, dass es Hilfe braucht und dann kann man ihm helfen. Natürlich soll man niemanden frustriert weinend in der Ecke sitzen lassen. Aber ich hoffe, das Beispiel versteht ihr. Man muss manchmal einfach die Lernerfahrung machen lassen, weil durch Worte lernt man es nicht immer. Man lernt durch Taten. Ja, ich glaube, ich habe auch ein Beispiel von Jesper Juhl, ist das, glaube ich, dem australischen Familienforscher, wollte ich gerade sagen, Familientherapeuten. Der machte das Beispiel davon, wenn ein Kind mit Bauklötzen einen Turm baut und es schmeißt diesen Turm immer um, aus Versehen, und zwar mit seinem zu langen Hemdsärmel, dann wird dieses Kind vielleicht die ersten 2-3 Male frustriert sein und auch nicht wissen, was los ist. Aber in dem Moment, wo es begreift, dass es selber den Turm einstürzen lässt, weil sein Ärmel so schlackert, wird es ein Aha-Erlebnis haben. Und nicht so ein neumodisches Aha, sondern ein echtes Aha-Erlebnis. Und wird daraus eine Erkenntnis ziehen. Und diese Erkenntnis wiederum führt zur Entfaltung. Das Kind wird lernen, aha, wenn ich nicht möchte, dass mein Turm umfällt, dann muss ich hier mal die Ärmel hochkrempeln. Und das könnte man im übertragenen Sinne auch auf Erwachsene beziehen. Wenn wir nicht wollen, dass das, was wir hier versuchen aufzubauen, oder dass wir das, was wir bereits aufgebaut haben, nicht zerstören oder nicht kaputt machen, müssen wir lernen, die Ärmel hochzukrempeln und weiterzumachen. Wir müssen unseren Schluss aus den Erfahrungen ziehen und an dieser Stelle weitergehen. Und diese beiden Königinnen hier sind einfach ein unschlagbares Team, weil wenn du in dir selber ruhst, wenn du selber weißt, was du bereits geleistet hast und bereit bist, hier diese Schlacht hinter dir zu lassen, dieses Kopfkino, dieses oh, was soll ich machen? Soll ich rechts? Soll ich links? Habe ich das auch gut genug gemacht, diese Selbstzweifel auch in Bezug einfach auf sämtlichen materiellen Besitz aufzugeben und deine feste Position einzunehmen, gerne auch in der Natur? Dann wirst du lernen, auch im inneren Frieden mit deinen Gedanken zu schließen. Du wirst lernen, die Emotionen anderer Leute und deine eigenen Emotionen auseinanderzuhalten, sodass du einfach lernst, wann es angebracht ist, Hilfestellung zu leisten und wann es nicht angebracht ist, Hilfestellung zu leisten, sondern einfach liebevoll mit jemandem verbunden zu sein, aber ihn einfach seine eigenen Erfahrungen machen zu lassen. Das hat auch etwas damit zu tun, dass wir nicht uns von uns selbst entfernen, um uns mit anderen Menschen zu beschäftigen, weil das einfacher ist. Bei anderen Leuten sieht man immer mehr als bei sich selbst, sondern dass wir lernen, wirklich wieder in uns zurückzukehren und zu erkennen, was wir schon geleistet haben, wo wir hier schon unsere 6 Münzen kultiviert haben und wo wir gelernt haben, den Überblick zu behalten, auch über das, über unsere Finanzen oder über unsere Lebenssituation. Es geht wirklich darum, Stabilität zu finden. So, und solange wir immer wieder zurückkehren auf das, was uns wirklich ausmacht, auf unsere Leidenschaft, auf den inneren Impuls, den wir haben. Umso mehr wir da hingehen, umso besser wird das für uns. Und umso leichter wird es auch, sich einzugestehen,
dass diese Stabilität hier, vielleicht dieses auf der Stelle treten, was du mit der Karte weitergehen hier so angezeigt bekommst, dass dieses Stehenbleiben an einem Ort für dich jetzt gerade nicht dienlich ist. Aber mit der Königin der Schwerter können wir halt lernen, uns langsam aus der Situation zu lösen und wieder uns in den Fluss des Lebens zu schmeißen, um dann neue Projekte, vielleicht auch einfach uns selber weiter voranzutreiben. So, meine Lieben, ich hoffe, das hilft euch heute weiter. Falls ihr es noch nicht getan habt, freue ich mich total, wenn ihr unten auf Abonnieren klickt. Alle weiteren Infos werdet ihr auch da unten finden, über meine Social-Media-Kanäle. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für euer Hiersein und bei mir sein und dann bis bald. Ciao, ciao!